Hallo und herzlich willkommen bei LexiTV. Wir wollen Sie heute ins Reich der Wäscheträume entführen. Drunter getragen und damit unsichtbar und allein der Privatsphäre überlassen? Weit gefehlt. Dessous im Spannungsfeld zwischen Anstand, Praktischem darunter und Erotik. Dabei müssen diese textilen Träume nicht zwangsläufig von der Stange kommen. Wer sich als Frau nicht an derart zarte Wäsche traut, liegt vielleicht mit der neuen Shapewear richtig. In den 70er Jahren verbannt, erleben die Figurformer gerade ein furioses Comeback für Jung und Alt. Heiße Höschen, Hemdchen und Mieder bringen Frauen nicht nur in Form, sondern auch die weiblichen Reize bestens zur Geltung. Nur bei der Anprobe sollte man unbedingt auf einige Dinge achten. Egal, welche Mode Ihnen liegt, die zarte Versuchung oder die praktischen Bauchwegprodukte, Hygiene ist bei allen Wäschestücken ein Muss. Schon im 19. Jahrhundert mahnten Ärzte und Hygieniker die Reinheit der Kleidung an. Während es damals vor allem darum ging, welche Materialien sich am besten eignen, steht heute die richtige Pflege der empfindlichen Stoffe im Fokus. Klassische Dessous sind heute eher ein Hauch von nichts. Vor über 100 Jahren zogen Frauen dagegen Schicht über Schicht an, um das Perfekte darunter zu erzielen. Hemd, Korsett und mehrere Überröcke sollten wärmen und die Figur formen. Eine umständliche Prozedur. Im Jahre 1899 sorgten dann gleich zwei Frauen für einen modischen Umbruch. Christine Hart aus Dresden und eine Korsettmacherin aus Paris brachten die ersten BHs auf den Markt. Ein Blick zurück auf die Wäsche zwischen Anstand und Erotik. Mit dem Wonderbra kam in den 80er Jahren die Trendwende. Das Geschäft mit Dessous nahm wieder Fahrt auf. Seither dürfen sich Frauen ganz ohne Scham attraktiv und erotisch fühlen. Eine sexy Verpackung gehört da oft dazu. Beim Kauf der intimen Kleidungsstücke treten manche Kundinnen ganz selbstbewusst auf. Andere dagegen lassen sich lieber in einer privaten Atmosphäre beraten. Im Zentrum steht aber immer die Frage, was darf's denn drunter sein? Bis zu diesem Moment jetzt haben die Herren der Schöpfung in unserer Sendung ja eher eine Beobachterrolle gespielt. Doch nun wollen wir auch mal einen kritischen Blick auf die gemeine Männerbuchse werfen. Gemeinhin sagt man ja, einmal Typ Karl-Heinz, immer Karl-Heinz, das ist die gerippte Weiße. Aber auch bei den Herren gibt es hin und wieder Probleme mit der Passform. Latex ist zweifellos eine besondere Form der Inszenierung von Körperlichkeit. Doch auch bei Unterwäsche sind die Grenzen zwischen Erotik und Obszönität fließend. Gerade für Fotografen ist das jedes Mal eine große Herausforderung. Modeshootings mit Unterwäsche sind auch für Profis nicht unbedingt alltäglich. Das war's schon wieder für heute bei LexiTV. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Nachmittag. Wenn Sie mögen, dann schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder pünktlich ein. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.